So, wollen wir mal gucken, was so die Leute zu meinem neuesten Video sagen. Ich muss das mal finden hier. Ja, genau, das war's doch. Oder ich habe ja schon auf die meisten geantwortet, lol. Ups. Was? Alter. Nein, um Gottes Willen. Du musst mir doch kein... Warum hat es jetzt gerade geklingelt? Oh, scheiße. Oh, das war die falsche Tür. So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht's um dieses Paket, was ihr ja gerade schon gesehen habt. Habt's bestes Deutsch mal wieder. Der MSD Fireworks dachte sich so, ja, ich muss dem Dennis Pyro was sponsoren. Und er hat's einfach tatsächlich durchgezogen und das wirklich gemacht. Und das ist irgendwie mehr als krank und mehr als verwunderlich, dass mir so ein krasser, großer YouTuber vor allem, mir was schickt. Und ja, vielleicht hört man das. Ich bin noch ein bisschen krank, meine Stimme ist noch leicht angeschlagen. Aber ich will das jetzt unbedingt aufmachen. Das steht hier schon seit 3 Tagen in meinem Zimmer. Und ja, ich mache das jetzt einfach für euch auf. MSD Fireworks ist schon mal vorhin aus so ein krasser Kanal. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, Leute. Oh Gott. Also wir haben hier so ein kleines Poster. Nico Event. Entzündender Spaß. Feuerwerk. Ab dem 19.12. Alter, das hänge ich mir sowas von ins Zimmer. Leute. Nee. Wo fange ich denn? Ach du Scheiße, Mann. Okay, ich zeige euch. Wir fangen mal hier an. Ja, übertreib. Weißt du, das meine ich. MSD Fireworks einfach so ein bisschen. Wenn er was sponsert, dann übertreibt er halt direkt. Aber naja, okay, wir fangen mal an mit den Mediknallern von Weko. Hat er mir 4-mal reingepackt. Alter, da könnte ich eine ganz geile Massenvernichtung starten. Richtig krank. Machen wir gleich mal damit weiter, was ich hier gerade schon angeguckt habe. Haben wir hier eine volle Packung Van der Kong Max. Ach du Scheiße. Also Leute, wie gesagt, MSD Fireworks ist sehr, sehr, sehr krass, was sowas angeht. Schaut auf ihr... Scheiße. Ich sag da erstmal nichts zu. Wir gucken uns das gleich noch an, aber schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er macht so verdammt gute Videos und bringt echt nicht diesen 0815-Kram auf YouTube, was so manch anderer macht. Er kann einfach unnormal krass schneiden und Leute, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich habe ihn natürlich unten verlinkt, wie auch anders, weil sowas muss man einfach shoutouten. Ja, haben wir hier die China Böller D von Keller. Und mal gucken, ob die schon von Komet übernommen sind. Ja, sind sie schon. Da, Komet Feuerwerk GmbH, hier oben. Ja, dann haben wir hier noch einmal die Klabautermänner. Wie ich finde, richtig geile Bombetten, die leider bald verboten werden. Alter, nein! Junge! Hier die Luftpfeife. Jetzt habe ich endlich mal die Ausführung, die richtige, nicht aus dem Highly Skills. Oh Gott, meine Stimme war absolut. Ey, wie soll denn das weitergehen? Ich werde doch nie gesund, wenn das so weitergeht. Nochmal die Mini-Knalle. Dann nochmal China Böller D. Leute, ich muss das jetzt rausholen, ey. Ich kann das nicht länger angucken. Oh, guckt euch das doch mal an!
Alter, ihr schickt mir einfach so eine komplette Packung Flashback. Alter. MSC Firework, bist du denn behindert? Ich meine, das ist eigentlich ganz gut, weil ich die zu Silvester sonst nicht habe. Aber, Alter, übertreib doch halt noch mehr. Also, ich habe mich schon irgendwie darauf einstellen können, dass es heftig wird. Aber, Jungs, ey, so heftig. Oh mein Gott. So, dann hier nochmal eine Packung Moskitos. Man hört das vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin vielleicht ein bisschen gerade am Lächeln. Ja, dann haben wir hier die Space Bombs. Das sind Knallerbsen. Noch älter, hier mit dem 3-Sterne-Logo und dem alten VPI. Dann hier auch, was ist das denn Geiles? Bengalische Fackeln von Nico auch. Oh mein Gott, die sind richtig groß, Leute. Ja, genauso groß wie das Paket hier. Dann nochmal China Böller D von Nico. Ach nee, nicht nochmal. Die haben wir jetzt als erstes Mal, glaube ich. Ich bin dumm. Sind auch richtig gut. Dann hier einen älteren Small Pacode. Wow, der wiegt ganz schön was. Ich hatte den noch gar nicht. Der ist richtig schön und schwer. Ich glaube, den werde ich mal testen. Dann hier noch eine volle Packung Vulkane. Die hat er sich ja. Er hatte mal so ein Unboxing hochgeladen. Da hat er sich richtig viele davon bestellt. Oh mein Gott. Dann hier die Drehrumbum von PyroArt. In der Kondomverpackung, Leute. Ja. So kleine Bodenwirbel. Dann hier die Blizzard-Knaller. Die sehen mir ein bisschen älter aus. Die sind winzig. Also guckt, also meine Hand ist jetzt wirklich nicht so groß, aber die sind richtig klein. Dann hier eine richtig geile Rarität, und zwar die Schmetterlinge. Noch eine volle Packung. Er lässt sich natürlich nicht lumpen. Also MSD Fireworks, wirklich. Man kann es auch noch mehr übertreiben. Ach du Scheiße. Alter. Dann haben wir hier die Super Crackers von BVD. Ist so eine Halbrarität aus Niederlanden oder sowas. Keine Ahnung. Dann hier die Feuerwirbel. Die sind auch richtig, richtig geil. Die haben auch noch eine graue Lunte. Ich zeige euch das mal eben. Hier. Sogar noch gedreht. Nicht so wie meine. Meine haben nämlich nicht so gedrehte Lunden. Dann hier die Fireballs von Nico. Zeige ich euch natürlich auch. Mal gucken, ob die noch hier mit Kügelchen sind. Ne, sind schon mit Pressling. Aber halten ja trotzdem was her. Und als allerletztes muss er natürlich nochmal richtig heftig übertreiben. Legt er mir den großen Böllermix hier rein. Von Nico mit meinem absoluten Lieblingscover. Also richtig, richtig, richtig geil. Ja, Leute, ihr seht, das Paket ist leer. Ich nehme das hier mal weg und ich bedanke mich auf jeden Fall so richtig, richtig krank an MSD Fireworks. Also unfassbar, was dieser Mensch einfach mir gesponsert hat. Lasst auf jeden Fall Liebe auf seinen Kanal da, obwohl ich eigentlich nichts machen kann mit meinen, ja, 560 Abonnenten oder so. Er hat ja schon 1300. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall richtig viel Liebe da. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, checkt ihn ab und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Aber bevor wir uns beim nächsten Video sehen, kommt jetzt nochmal richtig krasser Pyro-Porn. Bis dahin, haut rein und ciao. Pyro, kein ganz normaler Junge. Seit klein auf mit Schwarzpulver Qualm in der Lunge. Ich sah aus dem Fenster raus, alles war verraucht. Es wurde sehr laut und plötzlich ging mein Herz auf. Pyro, ich bin ein Pyro. Der dir den Atem geraucht hat, spürst du auch diesen magischen Zauber? Ein Pyro, Pyro, ein Pyro, ich bin ein Pyro, der dir den Atem geraucht. Und fast war viele Pyros, die genauso ticken wie ich. Wir stehen gemeinsam in der Kälte und blicken ins Licht. Viele sind der Meinung, dass wir unser Geld verschwenden. So ein Schwachsinn, bei uns ist das Geld in besten Händen. Wir verbreiten gute Laune, die meisten sind am Staunen. Das Feuerwerk wird unglaublich, weil ich niemals blau bin. Ein Pyro weiß, was er zu tun hat, ist gewissenhaft. Du wirst niemals ausgelacht, wir zeigen, wie man's richtig macht. Wir kennen unsere Rechte und auch die Gefahren. Denn eine weinende Mama können wir nicht ertragen. Ich bin ein Pyro, ich bin ein Pyro, der dir
in den Atem geraucht. Ich bin ein